bin Landwirtin aus dem Ebstorfer Bereich und wir demonstrieren heute Abend hier für die roten Gebiete, die uns eilen sollen und gegen den Agrarpakt. Wir haben auch ein paar begleitende Demonstrationen der Landwirte, die in tiefer Sorge sind, die ich teile. Wir haben versucht, als Niedersächsische Landesregierung so gut es geht, dagegen zu halten auf das, was im Moment im Schwange ist, mit Blick auf die Nitratbelastung, Nährstofffragen unserer Böden in Deutschland. Grundwasserschutz ist uns wichtig. Wir wissen aber auch um die Leistungsfähigkeit unserer Landwirtschaft. Von daher müssen wir hier einen guten Mittelweg finden, gemeinsam mit den Landwirten. Das ist unser besonderes Anliegen. Liebe Mitbürger, an die, die hier sind, die sich heute vielleicht auch ein bisschen länger auf den Weg zur Arbeit gemacht haben, weil sie nur, ich weiß es ziemlich genau, ich habe den Konvoi angeführt, nur 3,5 km/h gefahren sind. Da richte ich die Frage an Sie. Was wollen Sie? Wollen Sie Lebensmittel von Landwirten um die Ecke, von dem Landwirt im Dorf, aus dem Hofladen, wo Sie wissen, die werden nach höchsten Standards weltweit produziert? Oder wollen Sie Lebensmittel, die kommen aus sonst woher, kosten vielleicht dasselbe, aber keiner hat einen Überblick darüber, wie die Produktionsbedingungen sind? Das ist auf sozialer Ebene, auf, ich sag mal, pflanzenbaulicher Ebene mit Chemieprodukten. Es werden also zum Beispiel, ein schönes Beispiel dafür war gerade auch im Bundestag, es werden Kirschen aus der Türkei importiert, die mit Pflanzenschutzmitteln behandelt sind, die in der EU schon lange verboten sind, aber zum selben Preis. Und die deutschen Landwirte dürfen es nicht mehr anwenden, haben dadurch einen Wettbewerbsnachteil und fallen letztendlich hinten runter. Deutschland rühmt sich immer als tolerantes und respektvolles Land. Und ich muss ehrlich gesagt, ich komme nur durch ich mache ja Leben Landwirtschaft auch nicht nur hauptberuflich, sondern auch nebenberuflich. Ich komme durch meinen Hauptjob, durch ganz Niedersachsen. Und ich höre bei allen Betrieben, egal ob im Elbe-Weser-Dreieck, in der Heide, in Gifhorn, in Uelzen oder in Nienburg, immer dasselbe. Irgendwie haben die Leute keinen Respekt vor unserer Arbeit und tolerieren nicht unsere Meinung. Sicherlich gehört Toleranz und Respekt immer auf beide Seiten vom Tisch. Deswegen ganz klar rufe ich natürlich auch meine Berufskollegen auf, seid tolerant und respektvoll gegenüber anderen Meinungen. Aber bitte, das möchten wir auch. Und wir möchten dafür toleriert werden und wir möchten für unsere Meinung und unsere Art zu wirtschaften den Respekt haben und die Toleranz in der Gesellschaft. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind, meine Damen und Herren, liebe Berufskollegen. Vielen Dank aber ganz besonders an das Orga-Team und an die Polizei, die heute dafür gesorgt haben, dass dieser Protest friedlich und gut abgelaufen ist. Und ich glaube, ein starkes Signal gesetzt hat, nicht nur hier in Uelzen, sondern auch dadurch, dass er bundesweit, landesweit und bundesweit stattgefunden hat, glaube ich, auch ein starkes Signal gesetzt hat, nämlich dieses, dass die Landwirte das jetzt nicht mehr mitmachen, dass es ihnen reicht. Dass sie nicht Buhmann der Nation sein wollen, sondern dass sie ehrlich und fair sagen, das können wir und bestimmte Sachen, die ihr jetzt gerade von uns verlangt, die können wir nicht mehr. Das können wir nicht mehr leisten. Und es geht jetzt auch darum, deutlich zu machen in die Gesellschaft hinein, dass die Landwirtschaft nicht leise sterben wird. Die Landwirtschaft wird nicht leise sterben, sondern die Landwirtschaft macht auf sich aufmerksam und wird nicht leise vom Acker machen, sondern hat hiermit, glaube ich, ein klares Signal gesetzt. Ich will eins aufgreifen, was mich persönlich am allermeisten ärgert, das ist diese Düngeverordnung, wo es ein oder zwei Brunnen im Landkreis Uelzen gibt, die überhöhte Nitratwerte aufweisen. Hier, wo wir stehen, um Uelzen herum, sind die Nitratwerte bei 0, irgendwas kaum noch nachweisbar. Und hier um Uelzen herum darf man jetzt nicht mehr genug düngen. Und das wird in 100 Jahren nicht dazu führen, dass an dieser Kontrollstelle, die 40 Meter höher liegt, auf dem Höhenrücken bei Wilfsode am Truppübungsplatz, auch sich nur irgendetwas verändert. Und da sagen die Bauern einfach, und da haben sie recht, sagen, das kann ich nicht nachvollziehen, das kann ich nicht verstehen, darüber müssen wir einen sachlichen Dialog führen. Ich sage auch zu, ich bin in Hannover nicht nur zum Spaß. Ich weiß, wo ich herkomme und ich weiß, was ich bin und ich weiß, wofür ich mich dort einzusetzen habe. Und das sind nicht zuletzt die Landwirte hier in meinem Wahlkreis, denn die Landwirtschaft ist für den Landkreis Uelzen unverzichtbar. Wir haben nicht die Industrie,
großen Industrieprojekte, auf die wir uns dann zurückziehen können. Es hängt hier alles von Zuckerfabrik über Kartoffelverarbeitung, Zwiebelverarbeitung, auch Viehhaltung, die wenige, die wir noch haben. Es hängt alles an der Landwirtschaft und dem vorgelagerten Bereich und den dürfen wir hier nicht aufgeben. Deshalb ganz herzlichen Dank an die Bauern, die hier sind, aber auch an die Bürger, die sich solidarisch erklären mit den Bauern. Dankeschön. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und ganz herzlichen Dank dem Orga-Team, dass ihr das so mit vielen tausend Stunden ehrenamtliche Arbeit hier auf die Beine gestellt habt und die vielen Leute multipliziert mit den vielen Stunden ergibt. Einige tausend Stunden ehrenamtliche Arbeit und von hier aus einen herzlichen Gruß nach Bonn auch zu unserer Freundin Maike Schulz-Brohrs, die ja auch an maßgeblicher Stelle das mit auf die Beine gestellt hat. Wir haben hier in Uelzen 2005 eine Erklärung abgegeben, an die sich heute wenige erinnern. Das war eine Erklärung zwischen zwei Umweltministern, nämlich dem Umweltminister des Landes Niedersachsen, damals Hans-Heinrich Sander, FDP, und dem Umwelt- und Landwirtschaftsminister des Landes Schleswig-Holstein, Christian von Bötticher, CDU. Ich war damals Ministerbüroleiter im Landwirtschafts- und Umweltministerium und wir haben bei uns im Wohnzimmer gesessen und eine Erklärung unterzeichnet, die wir vorher natürlich ausgehandelt hatten. Und wir hatten uns darauf verständigt, künftig alle Vereinbarungen, alle Gesetze, alle Verordnungen, alles, was in Niedersachsen, alles, was in Schleswig-Holstein und damit ja fast im gesamten norddeutschen Bereich stattfindet, eins zu eins so umzusetzen, wie das aus Europa und wie das aus Berlin kommt. Das, was wir seither erlebt haben, ist etwas anderes. Wir, ob das Berlin ist, ob das Hannover ist, ob es der Landkreis ist oder ob es die Gemeinden sind, überall werden auf die Vorschriften, die aus Brüssel, aus Berlin kommen, noch oben weitere Vorschriften draufgesetzt. Das beste Beispiel ist zurzeit hier im Landkreis Uelzen die Umsetzung der FFH-Gebiete. Ja, da kann man also, so wie wir das vorgeschlagen haben, viel mit Vertragsnaturschutz arbeiten, dass man mit den Leuten vor Ort spricht, das, was auch hier ja gefordert wird. Diesen Dialog gibt es aber nicht. Es gibt auch keinen Vertragsnaturschutz, sondern man weist dann Naturschutzgebiete aus oder man weist Landschaftsschutzgebiete aus, die aber Schutzgebietsverordnungen aufweisen, die wiederum denen eines Naturschutzgebiets ähneln. Das heißt, wir verbieten erstmal alles und erlauben dann vielleicht dem Landwirt doch an einer oder anderen Stelle noch ein bisschen was zu tun. Das Agrarpaket der Bundesregierung ist ja das, was letzten Endes das ausgelöst hat, dass wir heute hier stehen. Aber es ist doch nur das, was jetzt das Fass zum Überlaufen bringt. Wir haben hier gerade vor mir, der mir den Weg eröffnet hat, Christian Schulz oder auch Carsten Heitsch, die vor vielen Jahren hier schon demonstriert haben mit dem BDM gegen den Preisverfall und die Möglichkeiten, hier vernünftige Milchwirtschaft zu betreiben. Wir haben dann jetzt das riesengroße Problem in der Schweinezucht. Wir Deutschen sind diejenigen, die es nicht auf die Reihe gekriegt haben, rechtzeitig überhaupt eine Lösung zu finden für die Ferkelkastration. Mit der Folge, dass jetzt die Dänen und die Holländer sich freuen, da werden Ferkel produziert wie noch nie. Und die fahren sie durch Deutschland, durch Frankreich bis nach Südspanien und die kommen dann als Serrano-Schinken wieder zurück. Das kann doch nicht sein. Wir haben hier geschlossene Systeme aufgebaut für die Schweinezüchter, die jetzt einfach vielfach auch die Schweinezucht aufgegeben haben. Und wenn dann hier im Landkreis Uelzen landwirtschaftliche Betriebe sagen, gut, wir können jetzt keine Sauenhaltung mehr machen, weil es einfach aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich ist, dass wir diese hohen Hürden erreichen, dann stellen sie um auf Schweinemast. Und wenn sie dann auf Schweinemast umstellen, haben wir gerade am eigenen Leibe erfahren, bei einem Genehmigungsverfahren, dann kommen dann die Architekten und Ingenieure und sagen, was, ihr kommt aus dem Landkreis Uelzen, da herzliches Beileid. Da werden ja nun die Ermessen immer so ausgeübt, dass sie möglichst zum Lasten des Landwirts gehen. Und das kann nicht sein. Wir können hier vor Ort etwas dafür tun. Wir brauchen nicht nur Lippenbekenntnisse, wir brauchen wirklich eine landwirtschaftsfreundliche Verwaltung. Und das geht eben auf übertragenen Wirkungskreis aus der Landesverwaltung heraus. Und dafür brauchen wir eine starke Lobbyvertretung im Landwirtschaftsministerium, aber auch hier im Landkreis, in den Kommunen. Das geht dann weiter über das regionale Raumordnungsprogramm, das wirklich in den Gemeinden alles verbieten will. Das geht darüber hinaus, wie können wir hier beispielsweise Windkraftstandorte entwickeln für die Landwirte, eben auch eine zusätzliche Einnahmemöglichkeit. Auch hier vom Landkreis ein regionales Raumordnungsprogramm, das weitere Entwicklungen weitestgehend unterbindet, das die Planungshoheit der Gemeinden massiv einschränkt. Bleibt daran, lasst uns weiterhin mit denjenigen in den Regierungen verhandeln, dass es besser wird. Und ich glaube, der Druck der Straße ist sinnvoll. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Es ist wichtig, dass wir hier sind.
einfach um die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen, um die Solidarität herzustellen und auch hier in Uelzen zu zeigen, dass es wichtig ist. Und es ist gerade in Uelzen wichtig. Wir alle wissen, welche Bedeutung die Landwirtschaft mit dem vor- und nachgelagerten Bereich hier im Landkreis Uelzen hat. Und wenn den Landwirten hier wehgetan wird, dann wird dem ganzen Landkreis wehgetan. Und ich bin auch hier, um zuzuhören, aber auch um meine Solidarität ganz deutlich zu machen. Wir sind hier alle ländliche Regionen und damit ist der ganze Landkreis ländliche Region. Und deshalb bin ich hier heute dabei. Und in der Debatte, die zurzeit geführt wird in Brüssel und in Berlin, vermisse ich diese Abschichtung. Ist das Ziel richtig? Sind die Schritte zu schnell? Sind die Mittel die richtigen? Sind sie geeignet und sind sie erforderlich? All das muss man immer wieder betrachten und ich glaube, da ist das Maß etwas aus dem Ruder gelaufen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich hoffe, dass diese Aufmerksamkeit auch in Berlin, auch in Bonn, auch in Hannover jetzt da ist. Vielleicht muss man das auch nochmal wiederholen, um dann nochmal wieder Aufmerksamkeit zu bringen. Aber Aufmerksamkeit ist ja nur der erste Schritt. Anerkennung wäre schön. Das wäre dann wirklich mal schön, aber der Schritt davor ist ja dann erstmal, dass man ins Gespräch kommt und dann der Respekt. Respekt bedeutet ja auch zweimal hinschauen, also nochmal hinschauen, bevor man ein Urteil fällt. Und nach meiner Auffassung ist es so, dass viele in Deutschland gar nicht mehr ein zweites Mal hinschauen, sondern eine vorgefertigte Meinung haben, sei es NGOs oder andere, den Stab gebrochen haben, ohne sich die Gegenseite anzuhören. Und das ist ganz, ganz schlecht. Wir brauchen den Respekt für unsere ländlichen Regionen und für die Bäuerinnen und Bauern. Bevor ich das Ganze hier beende, möchte ich mich erstmal nochmal ganz klar und ganz herzlich bei der Polizei Uelzen und bei den Ordnungsbehörden bedanken, die uns sehr gut unterstützt haben, sehr konstruktive Zusammenarbeit auf Augenhöhe geleistet haben. Das hat mir Spaß gemacht. Wir werden sicherlich nochmal auf euch oder auf Sie zurückkommen. Aber auf jeden Fall kann ich sagen, das hat gepasst.